Zum ersten Mal zeigte Ellie Goulding ein Foto ihres Sohnes auf Instagram. Warum sie deshalb nervös war, verriet sie in ihrer Story. Am Donnerstag, 4. November, präsentierte Ellie Goulding, 34, Love Me Like You Do, zum ersten Mal ein Foto ihres Sohnes Arthur Ever Winter Jopling auf der Social-Media-Plattform Instagram. In einer dazugehörigen Story verriet die britische Sängerin, warum sie dieser Schritt im Vorfeld nervös machte. Ellie Goulding will ihr Kind nicht der Welt der sozialen Medien aussetzen. Ich habe entschieden, ihn nicht der Welt der sozialen Medien auszusetzen, erklärte Goulding ihren Followern. Sie sei vor dem Posten des Bildes, auf dem sie ihren kleinen Jungen auf dem Arm hält, besonders nervös gewesen, auch wenn man nur seinen Hinterkopf erkenne. Meine Gefühle diesbezüglich sind sehr stark, schrieb die 34-Jährige und fügte in Klammern hinzu, ich denke, es ist seine Entscheidung, wenn er älter ist. Die Musikerin bezeichnete sich zudem in Bezug auf ihre Mutterrolle als extrem beschützend. Der Anlass für Ellie Gouldings Instagram-Post ist die aktuell im schottischen Glasgow stattfindende Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Neben ihren Muttersohn-Schnappschuss schrieb die Leitsinterpretin, mache mich heute auf den Weg zur UNO-Klimakonferenz. Unsere kommenden Generationen sollten keinen kaputten Planeten erben müssen, weil wir die Möglichkeit nicht genutzt haben, ihn zu reparieren, als wir es konnten. Auf geht's. Goulding brachte ihr erstes Kind im vergangenen April zur Welt. Vater des kleinen Arthur Ever Winter ist ihr Ehemann, der Kunsthändler Caspar Jopling, 29. Das Paar ist seit September 2019 verheiratet.